Willkommen zu meinem neuen Wochenvlog. Heute ist Montag, ich habe die Kinder weggebracht und ich habe mir gestern Abend im Bett überlegt, ich werde mal wieder mit ein bisschen Sport starten. Ich brauche das. Ich weiß nicht, ob das einige wissen, aber ich habe es schon öfter erwähnt. Ich vermute bei mir Lipödem, vor allem in den Beinen, aber auch in den Oberarmen. Denn ja, es kann auch sein, dass ich einfach nur da ein bisschen viel Fett ab. Schmerzen meine Beine in letzter Zeit auch sehr. Ich brauche einfach auch wieder ein bisschen Bewegung. Ich merke, dass ich irgendwie ein bisschen schlaffer geworden bin, so von der Ausdauer. Hula Hoop hat mir immer super viel Spaß gemacht. Ging super locker von der Hand. Bei mir ist das Problem, ich erwarte immer viel zu schnell dann viel zu viel von mir. Nicht auf Gewichtsabnahme oder so bezogen, sondern ich versuche mich dann immer so schnell zu steigern. Und jetzt noch ein Workout dran und noch dies und noch das. Ich habe immer Probleme, das zeitlich bei mir einfach reinzukriegen. Deswegen starte ich jetzt mit Hula Hoop und habe mir überlegt, ich mache eine 90-Tage-Hula-Hoop-Challenge erstmal. Jeden Tag eine halbe Stunde Hula Hoop. Ich hoffe, ich schaff's. Kann auch sein, dass ich zeitlich mal wirklich nicht schaffe, aber ich versuche es auf jeden Fall. Vielleicht werde ich, wenn es super läuft, zeitlich... Vielleicht werde ich dann auch nochmal ein Workout oder so zwischendurch mit reinbauen. Oder wir haben ja auch das Cardio-Gerät, also Fahrrad im Schlafzimmer. Das macht mir eigentlich auch immer super Spaß. Ich weiß persönlich von mir, dass Sport mir richtig gut tut und mir richtig Spaß macht und ich da richtig gute Laune von bekomme. Und deswegen starte ich jetzt wieder. Ich habe mir überlegt, ich nehme es mal mit auf, werde ich jetzt aber nicht jeden Tag, aber bei Instagram werde ich wahrscheinlich, also jeden Tag in der Story zeigen, wenn ich Hula Hoop mache und vielleicht auch ein Highlight machen, da habe ich eine Umfrage gestartet, könntet ihr mir hier auch mal beantworten, ob ihr da Bock drauf habt, dann mache ich da ein Highlight, wo man da sich das dann anschauen kann, vielleicht gibt es ja einen super Effekt nach 90 Tagen. Ihr könnt auch gerne mitmachen, würde mich auch super freuen, wenn ihr mir mal schreibt oder hier auch in die Kommentare schreibt, ob ihr da Bock drauf habt und einfach dazu stoßt. Muss ja jetzt nicht am gleichen Tag sein und auch nicht unbedingt 90 Tage oder auch nicht unbedingt 30 Minuten. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, ich starte jetzt. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake. Ich bin gerade mit der Olivia zurück vom Ballett. Ja, das macht ihr immer noch sehr viel Spaß und ja, sie geht ohne Probleme rein. Ich freue mich, da hat sie endlich was gefunden. Ich habe hier heute schon die Wäsche abgehängt, hatte ich ja heute Morgen schnell aufgehängt. Mache mir gerade einen Kaffee, deswegen ist es so laut. Die wurde ja ruckizucki trocken, dann habe ich es weggeräumt. Jetzt räume ich gerade die Spülmaschine wieder ein. Die Rosalind ist heute nach der Schule mit zu ihrer Freundin gegangen. Denn wegen dem Ballett habe ich ja immer ein bisschen Probleme, wo ich sie dann hinstecke montags. Die Mama, die bringt mir die Rosalind heute Abend auch sogar zurück. Da brauche ich nicht mehr los. Die Olivia, die gammelt jetzt ein bisschen auf der Couch. Getränke haben wir vorhin geholt zusammen. Das haben wir auch schon erledigt. Räumen jetzt, wie gesagt, die Spülmaschine noch ein. Hier ist nicht mehr viel. Ist ziemlich ordentlich. Aber so ein bisschen was ist da noch. Das kommt gleich noch rein. Und vielleicht mache ich dann noch mein Glossybox-Video. Meine Glossybox kam nämlich heute. Sonst mache ich das morgen. Aber solange die Olivia da zu tun hat, kann ich das eigentlich in Ruhe machen. Hallo, am Dienstag. Ich bin heute schon sehr aktiv. Ich war arbeiten. Dann habe ich 30 Minuten gekullert. Zweite Mal heute. Und jetzt bin ich mit der Olivia zu Fuß auf dem Weg zur Schule, die Rosalind abholen. Später ist tanzen, aber ja erst viel später. Mal schauen, was wir vorher noch machen. Also nachdem wir gegessen haben, ist hier irgendwie bei uns allen die Luft raus. Also der Patrick ist oben zum Schneiden. Der war vorhin zur Ergotherapie und Lymphdrainage. Also eigentlich den ganzen Tag unterwegs oder den halben und ist jetzt oben beschäftigt. Die Mädels, die waren gerade auf dem Balkon und haben Bilder gemalt. Und jetzt hängt eine da in der Ecke und eine da in der Ecke, irgendwie eine Seile. Und mit mir ist auch gar nichts los. Die letzten Tage Hitze waren jetzt einfach zu viel. Wir waren ja auch 3 Tage hintereinander den ganzen Tag schwimmen und in der Sonne. Hallo! Ja, heute ist schon Donnerstag. Wir haben heute richtig verpennt. Gestern habe ich unseren Wocheneinkauf morgens erledigt. Ich war gestern einfach ein bisschen auch im Zeitstress und mittags waren wir dann auf dem Spielplatz. Da war dann erst richtig schlechte Stimmung und dann wieder besser. Ich musste mich mit dem Mittagessen super beeilen. Also gestern war echt stressig für mich. Wir waren dann auch lange noch unterwegs und auch noch im Zentrum kurz was besorgen. Diese Super Mario Badebombe von Lush. Heute haben wir verpennt. Ich habe richtig üble Kopfschmerzen. Habe mir aber dennoch jetzt heute mal
die Haare schön gemacht. Irgendwie habe ich gedacht, muss ich das, die Kopfschmerzen damit überdecken, dass ich einfach besser aussehe. Genau, jetzt mache ich ganz schnell die Küche und packe dann Hühnerfrikassee im Topf. Ich habe ja dieses fertige gekauft, das essen die Kinder so gerne, dass das schon mal ein bisschen auftaut und dann hole ich die Kinder ab. Ich habe heute ja übrigens zum vierten Mal in Folge Urlaub gemacht, eine halbe Stunde. Ich möchte das ja gerne jetzt 90 Tage lang durchziehen. Ich habe vor, ich weiß es gar nicht genau, weil ich eigentlich gar nicht so genau vorhatte, das so zu machen, aber so vor einer Woche, vielleicht auch schon 10 Tage, habe ich angefangen mit 16,8 wieder, möchte das ja gerne durchziehen, komplett so beibehalten mit einzelnen Ausnahmen mal. Fällt mir auch gar nicht schwer, muss ich sagen. So zwischendurch. Gestern Abend zum Beispiel hätte ich gerne noch was gegessen zu späterer Stunde, aber so grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht. Morgens ja sowieso habe ich gar kein Problem, bis 10 Uhr zu warten. Das klappt richtig gut und mit dem Hula Hoop, das klappt bis jetzt auch richtig gut. Wenn ich mal morgens dafür keine Zeit haben sollte, dann kann ich das ja auch abends oder nachmittags oder irgendwann machen. Ausschlaggebender Punkt war ja, dass ich mich gewogen habe und ich mich so erschreckt habe, weil ich irgendwie, ohne es zu merken, zugenommen habe und ohne irgendwie groß was anders zu machen. Wobei ich sagen muss, dass ich schon in letzter Zeit viel Schokolade gegessen habe, vor allem abends. Spät. Ich werde es auf lange Sicht jetzt erstmal nachprüfen, ob ich abgenommen habe oder nicht. Und nicht jetzt sofort, weil ich ja weiß, dass das auch ein bisschen Zeit braucht. Ja, schon bin ich wieder on my way. Kinder einsammeln. Erstmal die Olivia um 12 und dann dreiviertel Stunden später die Rosalinde. Dazwischen wollte ich mal kurz nach Rossmann. Ich wollte mir nämlich schon lange ein Parfüm kaufen. Das ist diese Woche da im Angebot. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Die Rosalind hatte ja heute tanzen. Wir haben sie hingefahren. Der Patrick hat sie gerade abgeholt. Dann hatten wir hier Pizzabrötchen und Melone zum Abendbrot und machen jetzt Armbänder. Die Rosalind hatte die Idee, für ihre Schulkollegin was zu machen. Und da haben wir jetzt spontan auch Bock bekommen, ne, Olivia? Ja, ich war für meine Lilly. Genau, Olivia macht was für ihre Lilly, für ihre Kindergartenfreundin. Und ich mache hier, weiß ich auch noch nicht, für mich selbst und dann vielleicht auch noch für meine Freundin. Mal gucken. Und die Rosalind, die macht mit Blumenbändern. Die macht sich hier ein anderes Armband. Guten Morgen am Samstag. Wir machen uns gerade fertig. Gestern war hier einfach nur zu Hause bleiben, Aufräumtag, weil wir heute nämlich den ganzen Tag in den Moviepark fahren. Und das wird ziemlich anstrengend, denke ich. Da wollten wir uns gestern nochmal ausruhen. Jetzt bin ich gerade hier dabei, Proviant zu machen. Hier ist schon Melone drin und da hinten Gurke. Die Kühltasche steht auch schon parat. Dann geht's gleich los. Treffen uns mit meinen Eltern da. Wir haben ja die Ruhrtop-Card gekauft im April. Meine Eltern auch. Und da war dann einmal freier Eintritt im Moviepark mit drin. Dass wir jetzt auf den letzten Drücker auch ausnutzen werden, denn die Freikarten gelten nur noch bis Mittwoch. So, die Taschen sind ready, wir auch. Wir hauen jetzt gleich ab. Sonnenbrillen müssen wir noch, Schuhe anziehen und dann geht's los. Wir sind da und der vordere Parkplatz ist schon ganz voll. Das ist uns noch nie passiert, aber ist ja nicht schlimm. Wir parken dann jetzt hier, haben den Bollerwagen ja mit, da packen wir jetzt alles rein. Und ganz einfach. Genau, ne? Wir laufen ja sowieso den ganzen Tag, da macht das jetzt auch nichts. Meine Eltern kommen auch mit, die sind schon da und die konnten vorne parken. Meine Mutter sich vor ein paar Tagen noch verletzt hat und einen Rollstuhl mit hat. Sie wollte aber trotzdem unbedingt heute dabei sein. Der Patrick und ich konnten endlich mal wieder zusammen auf die Achterbahn. Wir waren gerade auf der Familienachterbahn und jetzt ist er mit der Rosalind auf der Kinderachterbahn und die stehen noch an. Wir warten hier im Schatten. Wir sitzen jetzt schon wieder im Auto, sind gerade raus. Wir haben kurz nach 4. Ja, bei der Hitze war es jetzt einfach nicht länger auszuhalten. Meine Eltern sind auch schon vorher gegangen heute Mittag. Und jetzt war auch überall nur noch 40 Minuten bis 60 Minuten anstehen. Da hatten wir jetzt auch keinen Bock. Aber es war ja jetzt für uns umsonst. Und letztes Jahr waren wir so oft, also hat es jetzt gereicht.
Jetzt fahren wir noch nach McDonald's. Wir sind wieder zu Hause. Die Mädels sind in der Badewanne, in der kalten Badewanne. Die hatten sich zwei Toni-Figuren bestellt. Die sind heute gekommen und beim Nachbarn abgegeben worden. Die haben wir gerade eingesammelt und die hören in der Badewanne dann immer Toni. Der Patrick hat sich jetzt gerade ins Bett gelegt, aber er schläft jetzt nicht oder so. Ich habe da auch gerade noch gelegen. Wir haben uns einfach mal so da reingelegt. Der guckt da ein bisschen auf dem Handy. Ich bin jetzt aber aufgestanden, weil wenn ich da jetzt noch weiter liegen bleibe, dann schlafe ich ein. Ich bin echt so kaputt. Morgen ist Folgendes geplant. Der Patrick, der geht irgendwann mittags, trifft er sich mit mehreren Freunden und die fahren zum Football. Der kommt ja selten raus, dadurch, dass er ja 3 Tage die Woche immer noch auch Dialyse hatte, also bis abends war er mal. Und dann jetzt mit seinen OPs und mit der schlechten Laune, also mit diesem schlechten Mut, sag ich mal, den man da langsam gekriegt hat, habe ich gesagt, er soll jetzt mal ein bisschen raus. Und weil es morgen ja wieder so heiß wird und ich nicht mit den Kindern zu Hause sitzen möchte, also morgen früh machen wir erstmal ganz locker, habe ich gesagt, gehen wir, wenn wir wollen. Erdbeeren pflücken. Ich gehe auch mit den Mädels schwimmen, noch wenn die möchten. Da wir ja mit der Ruhrtop-Card in so viele Hallenbäder umsonst kommen, würde ich hier in der Nähe in so ein kleines Sohle-Thermalbad gehen. Die haben aber auch ein Wellenbad drin und auch draußen ein großes Becken. Und da kann man auch draußen liegen. Also das würde ich dann noch mit den beiden machen, wenn die Bock haben. So, wir haben jetzt ja schon Sonntag. Wir haben ein bisschen länger geschlafen, uns zu Hause in Ruhe fertig gemacht und sind jetzt hier zum Erdbeerpflücken gefahren. Ist auch richtig gut, weil heute ist richtig heiß, aber ist bewölkt. Wir haben nämlich auch Kopfbedeckung vergessen. Habe ich extra nochmal rausgelegt, aber haben wir vergessen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, ist auch gar nicht so nötig. Jetzt erstmal ein bisschen Erdbeeren pflücken. Die Rosalind ist mit ihrer Schüssel schon vorne. Das ist unsere schöne Ausbeute. Die letzten Jahre haben wir uns schon gemerkt, dass man immer bis ganz hinten laufen muss. Da sind die dicksten Erdbeeren. Hier vorne sind immer nur so kleine. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile 15 Uhr. Wir sind natürlich schon längst zu Hause gewesen. Das ist jetzt nur von der Badetasche der Abdruck. Wir sind jetzt nämlich beim Schwimmen, ich und die Mädels. Der Patrick ist beim Football und wir machen uns jetzt 2-3 schöne Stunden hier. 6:30, wir sind jetzt raus aus dem Schwimmbad, laufen jetzt gerade hier zum Auto. Es war richtig schön, auch mal mit den Mädels alleine, nur zu dritt. Waren wir überhaupt schon mal alleine, schwimmen wir drei? Nein. Nee? Immer nur mit Oma oder mit Marius und Yvonne. Oder mit Papa. Die beiden haben auf jeden Fall jetzt noch Hunger. Jetzt werden wir noch mal gucken, ob wir hier irgendwo McDonald's finden. Dann hole ich denen noch ein Happy Meal und dann fahren wir bei meiner Mutter vorbei oder bei meinen Eltern, weil wir da noch ein Federballspiel abholen müssen. Weil die Rosalind hat morgen einen schönen Ausflug mit der Schule und will dann ein Federballspiel mitnehmen und eine Picknickdecke. Die fahren in so einen Park. Ich gehe mit der Olivia dann um 1 Uhr noch nach. Um 1 Uhr dürfen die Familien dann kommen. Dann fahren die Kinder, deren Familie nicht, kommen wieder zurück zur Schule. Guten Morgen. Ja, wie immer am Montag der Abschluss vom Wochenvlog. Gestern Abend war ich einfach zu kaputt. Wir waren erst um 8 Uhr ungefähr zu Hause, weil wir noch auf dem Rückweg wollten. Die Kinder, ja, die Olivia wollte ja den ganzen Tag schon Pommes. Da waren wir noch kurz bei McDonald's im Drive-In und haben ein Happy Meal und einmal Chicken Nuggets geholt. Sind dann zu meinen Eltern, da haben die Kinder das gegessen mit Kika. Ja, wir mussten da ja ein Federballspiel abholen. Jerusalem hat heute einen Ausflug. Und dann sind wir nach Hause und dann war schon 8 Uhr. Habe ich die Kinder fertig gemacht, ab ins Bett. Und bis die Kinder dann geschlafen haben und alles war 9 Uhr, dann kam der Patrick vom Football, hat mir da noch so viel erzählt. Das war natürlich aufregend. Und da bin ich nicht mehr dazu gekommen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und lasst mir Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Schreibt mir gerne alles Mögliche, was ihr wissen wollt oder Anregungen, keine Ahnung, in die Kommentare. Die Community freut sich auch mal sehr über Tipps, die ihr untereinander gerne austauschen könnt in den Kommentaren. Und ja, dann hoffe ich bis zum nächsten Video. Tschüss!